بسم الله الرحمن الرحيم، أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أكرم الأكرمين. أما بعد، Wir sind mit dem Buch ein Auszug aus dem Gesamtwerk Al-Muwatta Imam Malik Rahimallah, der geebnete Pfad von Imam Malik. Buch des Fastens, Kapitel 18. Und wir sind jetzt beim zweiten Kapitel angekommen, mit der Überschrift Das Fasten der Absicht vor Sonnenaufgang, um zu fasten. Haddathan Yahya an Malikin, an Nafi'in, an Abdullah ibn Umar, annahu yaqul, la yasumu illa man ajma' as-siyama qabla al-fajr. Yahya berichtete mir von Malik, dieser von Nafi', dass Abdullah ibn Umar zu sagen pflegte, keiner fastet tatsächlich, außer wer vor Sonnenaufgang das Fasten beabsichtigt. Im zweiten Hadith, وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عائشة وحفصة زوجي النبي صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك. Und berichtet wurde mir von Malik, von ibn Shihab, dass Aisha und Hafsa, die Ehefrau des Propheten, Allahs Segen und Frieden auf ihm, das Gleiche sagten. Im dritten Kapitel, was über das Beeilen beim Fastenbrechen gesagt wurde. حدثن يحيى عن مالك عن أبي حازم عن أبي حازم ابن دينار عن سهل بن ساعد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة. يحيى berichtete mir von Malik, von أبي حازم ابن دينار, von سهل بن ساعد الساعدي, dass der Gesandte Allahs, Allahs Segen und Frieden auf ihm, sagte, die Menschen befinden sich im Guten, solange sie das Fasten schnell brechen. Im nächsten Hadith, وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن ابن حرملة الأسلمي عن سعيد ابن مسيب ابن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة. Und berichtet wurde mir von Malik, Abdurrahman ibn, ibn Harmalata al-Aslami, von Sa'd oder von Sa'id ibn al-Musayyib, dass der Gesandte Allahs, Allah Segen und Frieden auf ihm, sagte, die Menschen befinden sich im Guten, solange sie sich beim Fastenbrechen beeilen. Im nächsten Hadith müssen wir jetzt aufpassen, denn hier wird was anderes berichtet. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن حميد ابن عبد الرحمن أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان كانا يصليان المغرب حين ينظران إلى الليل الأسود قبل أن يفطر قبل أن يفطرا ثم يفطران بعد الصلاة وذلك في رمضان. Und berichtet wurde mir von Malik, von Ibn Shihab, von Humaid ibn Abdurrahman, dass Umar ibn al-Khattab und Uthman ibn Affan erst das Maghrib-Gebet verrichteten, als sie sahen, dass das Dunkel der Nacht hereinbrach. Und dies geschah, noch bevor sie ihr Fasten brachen. Anschließend brachen sie ihr Fasten nach dem Gebet. Und dies geschah während des Ramadan. Jetzt möchte ich euch gerne fragen, wie würdet ihr das verstehen, also den Hadith davor und die Taten von den Sahaba? Also um jetzt reden? Ja, du kannst reden. So, kann es sein, dass es was damit zu tun hat? Wenn ich mich falsch erinnere, ist da einmal Hasrat Ömer passiert, dass er sein Fasten gebrochen hatte. Also die dachten, dass Iftar schon geboren ist und die haben dann gemeinsam gebrochen und dann hat aber jemand nochmal geguckt und hat gesehen, dass dann die Sonne erst untergegangen ist und dann mussten die den Tag nachfassen. Kann es sein, dass er dann, also aufgrund der damit das nicht noch... Haben auch noch geguckt.
die sich reinkommen. Und die haben auch gebetet. Nein, da weiß ich nicht, keine Ahnung. Oder eine Art. Okay. Jetzt habe ich drei Sachen gefunden. Ja, ich höre. Ich meinte, ich bin nur dabei. Okay. Hier gibt es drei Antworten. Die erste Antwort ist, dass hier mit dem Iftar der ganze Iftar gemeint ist. Also das heißt, sie haben zum Beispiel Wasser getrunken und ein Datteln gegessen, gebetet und dann nachher den Iftar gemacht. Das ist die eine Denkweise. Die zweite Denkweise ist, dass die damit uns lehren wollten, dass es eigentlich erlaubt ist, umgekehrt zu machen. Oder, also in der gleichen Stelle hier, dass sie nichts in der Moschee hatten, womit sie ihre Fasten brechen können. Und somit haben sie dann gebetet und dann nachher gegessen. Und also gebrochen, ihr Fasten gebrochen. Und die dritte Weise ist, dass ist der Ajal, also sie das Beeilen, immer noch vorhanden ist. Also zu beten und danach sein Fasten zu brechen, das gehört nicht, dass man irgend oder das heißt nicht, dass jetzt man das Fastenbrechen verspätet hat. Im Gegensatz zu der zum Beispiel, zu dem, der zum Beispiel betet und danach noch viele andere Sachen macht und danach erst sein Fasten bricht. Und somit sieht man dann auf einer Denkweise, dass dieses Fasten etwas ganz Kurzes ist. Und dass, wenn man danach sein Fasten bricht, immer noch zum Beeilen kommt. Wallahu a'lam. War das verständlich oder muss ich da noch etwas irgendwie hinzufügen? Okay. Dann beenden wir hier, inshallah. Und ربنا عافنا وعفو عنا واحفظنا بأسرار الفاتحة